Hallo liebe Freunde, rasanter Action, da sind wir wieder mit GTA 5 und ja, rasante Action. Fehlanzeige, wir stehen hier in der Wüste mit Michael und warten eigentlich auf ein Feuerwehrauto. Ich weiß, die letzten Folgen haben ein bisschen rasanter angefangen, jetzt nehmen wir es mal wieder ein bisschen ruhiger. Wobei, das ist mir ja fast ein bisschen zu ruhig, muss ich zugeben. Aber es müsste ja eigentlich jetzt auch ein Feuerwehrauto kommen. Wir haben es gerufen in der letzten Folge, das Problem ist, ich musste Speicherstand laden, da ist was abgestürzt. Wie es halt gerne mal vorkommt, wenn man gleichzeitig aufnimmt und spielt und Facecam und Ton und überhaupt. Auf alle Fälle, es kann natürlich sein, dass dieses Feuerwehrauto uns vergessen hat in der Zwischenzeit. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir rufen es nochmal. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt hier rauskommt. Das ist ja doch ein bisschen, ja, halt eben abgelegen. Keine Ahnung. Aber wenn wir sowieso gerade hier rumbasteln, ich müsste mal vielleicht noch am Ende anrufen, die Frau von Michael, denn ja, ich wurde ja beschimpft geradezu in einem Kommentar. Nein, Blödsinn. Aber ich sei ein bisschen unfreundlich gewesen, weil ich Amanda nicht geantwortet habe. Nur, ich wusste nicht, dass man auf E-Mails und SMS antworten kann in dem Spiel. Aber man kann es offensichtlich. Aber das war dann keine SMS, das war dann wohl eine Mail. Genau, Amanda. Ja, dass ich da durchscrollen kann, das ist mir klar. Dass ich sie beantworten kann, war mir nicht klar. Das müsste doch auch irgendwo stehen, dass wenn man Enter drückt, dass man dann antwortet anscheinend. Wusste ich nicht. Okay, wir drücken mal Enter. Aha. Und jetzt? Was hat er denn geantwortet? Das ist doch immer noch der gleiche Text. Michael, ich bin sehr froh. Vielleicht unten? Das ist bla 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 bla. Xox Amanda. Nochmal? Nochmal geht nicht. Okay, wenn ich zurückgehe. Aha. Posteingang. Gibt es ja auch sowas wie Postausgang? Ja, das ist so eine Sache. Okay, ich nehme mal an, wir haben geantwortet, was wir auch immer geschrieben haben. Aber eigentlich müsste man es dann doch sehen. Ich habe Enter gedrückt, also von daher müsste das doch geklappt haben. So, jetzt rufen wir mal nochmal bei den Leuten von der Feuerwehr an. Denn das ist eine Sauerei, dass wenn man hier ein Feuerwehrauto bestellt, dass dann nichts kommt. Das geht so nicht. Hello, this is 911. What emergency service do you require? Ein Feuerwehrauto. Bitteschön. Thank you. Einmal. The fire department are en route to your location. Okay, das hat sie letztes Mal schon gesagt, gestimmt hat es auch nicht. Oh, was kommt denn da? Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Na, das kommt ja wie gelegen. Oh, auf Wiedersehen. Okay, das ist kein Feuerwehrauto, aber das ist ein Buggy. Und weil da noch rote Punkte, sind sie weg. Das ist ja, die gönnen einem hier aber auch nicht den Hauch von ein bisschen Spaß. Ich wollte jetzt eigentlich hier mit denen noch ein bisschen rumstreiten. Das hätte auch Spaß gemacht. Und was ist jetzt mit dem Feuerwehrauto? Ich glaube, das kommt nicht. Das ist wahrscheinlich dann doch irgendwie zu weit draußen. Ich weiß es nicht. Die Gegend hier ist nicht versorgt sozusagen. Dann gucken wir mal, was wir... Ja gut, wir können was abfackeln. Da kommt die Feuerwehr natürlich auch. Wir sind hier sowieso doch in der Nähe vom Flughafen. Genau. Wir könnten ja Trevors... Das ist irgendwie die falsche Richtung. Wir könnten ja Trevors Hubschrauber abfackeln, wenn der da steht. Das weiß ich jetzt nicht mal. Wir werden es gleich rausfinden. Das war doch irgendwie da vorne. Oder war es hier hinten? Wo ist denn hier dieses... Nein, jetzt finde ich nicht mal den Anfang vom Flughafen sozusagen. Hier war doch irgendwo eine Lagerhalle. Ja, ja, ihr mit eurem... Nee, das ist es nicht. Hier, genau, das habe ich gesucht. Da steht aber leider kein Hubschrauber, aber ein Flugzeug hat. Okay. Ja. Was können wir abfackeln? Wir können uns abfackeln, das bringt wenig. Wir können den Buggy abfackeln, das bringt noch weniger. Dann haben wir da nichts mehr zu fahren. Oder wir könnten natürlich einfach mal dieses Flugzeug abfackeln. Ich weiß nicht, was da passiert, aber ja, die Feuerwehr müsste ja kommen. Wie fackeln wir denn am besten? Mal mit dem Ding hier. Ja, ich mach's jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Okay, explodiert wär's. Es brennt. Vielleicht jetzt nochmal kurz Feuerwehr rufen. Jetzt brennt schließlich. Oh, Polizei. Nein! Rettung vor der Polizei. Okay, jetzt müssen wir aber doch irgendwie hier oben wäre zum Beispiel eine Idee. Oder wir hauen einfach ganz ab. Das ist natürlich auch... Nee, zu Fuß hier. Es gibt keine Häuser, nichts Gescheites. Man kann hier nicht vernünftig flüchten, sozusagen. Aber
Oh, hier kann man sogar rein. Das ist ja gut. Mal ein bisschen ducken. Wie war das gleich nochmal mit ducken? Nein. Er duckt sich nicht. Warum duckt er sich denn jetzt nicht? Irgendwie hier drin verstecken wäre ja eigentlich auch eine Idee. Duckt er sich hier mit dem Dingens nicht? Tatsächlich. Hä? Dass wenn er den Granatwerfer hat, geht er nicht in Deckung. Das ist ja was Doofes. Vielleicht jetzt? Steht er wieder auf? Glaube ich ja nicht. wir müssen hier in Deckung gehen. So. Denn sonst sehen sie uns. Wobei, ich glaube, die haben uns eh gesehen. Kann das sein? Wie auch immer. Und ist die Feuerwehr da? Ich sehe da nur Polizeifahrzeuge. Mit ihren Sirenen blinken. Denn wenn ich die Map so anschaue, irgendwie die kommen von allen Seiten. Das ist natürlich dann doch nicht, ja, das ist so... Oh, Schwein gehabt, sind weg. Haben uns tatsächlich nicht gefunden. Ich wollte gerade sagen, das ist dann doch eher suboptimal. Hier ist aber weit und breit keine Feuerwehr. Was höre ich denn da? Dann müsste die Polizei aber jetzt gehen. Denn ich glaube nicht, dass wir das Feuerwehrauto einfach so bekommen. Sag mal, bin ich immer noch geduckt? Tatsächlich. Auffälliger geht's nicht. Officer, was war denn hier los? Guten Tag. Was war denn los? Ich bin von der Presse. Bitte. Der schießt mich gleich. Ich lasse es bleiben. Das ist viel zu gefährlich. Aber da kommt wieder... Aber da kommt wieder keine Feuerwehr. Oder sehe ich sie nicht? Nein. Okay, dann ist das vielleicht, wenn man als Missionsziel hat, dass man ein Feuerwehrauto besorgen muss, schlicht und einfach irgendwie deaktiviert, dass das funktioniert, wenn man anruft, weil sie wollen, dass man es anders macht. Aber mein Gott, ich habe jetzt ein ganzes Flugzeug hier abgefackelt. Kann ja nicht wahr sein, dass da niemand kommt. Aber wir müssen ja auch nicht unbedingt mit Michael das machen. Ich glaube, das können wir auch mit einem anderen Charakter machen. Okay, ein Fahrzeug verstecken müssen wir auch noch. Wir wechseln mal zu, ich nehme an, Franklin. Wo sind wir denn? Unterwegs. Franklin. Dieses Fahrzeug gehört Franklin und ist daher als Fluchtfahrzeug ungeeignet. Das ist klar. Oh Gott, was haben die denn? Was machten die denn da vorn? Ja, ich möchte zum guten Ton dazugehören. Wenn das hier Mode ist, dann machen wir das auch. Tag. Irgendwie, die Stadt, ich liebe diese Stadt. Sie ist irgendwie, nennen wir es mal, unkonventionell. Lass mich mal kurz auf die Map gucken. Franklin war, sieht man das da oben? Nein, das sieht man da oben eben nicht. Franklin war grün. Haben wir irgendwas Grünes? Ja, Dom, Mürr, Hilfe. Hier haben wir unsere Garage. So, diese ganzen Aufträge, die sonst hier immer mal aufgetaucht sind, die sind eigentlich rar. Die sind im Prinzip weg, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich sind wir zu weit in der Mission fortgeschritten. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen mal das mit dem Fluchtfahrzeug. Und wenn wir per Zufall hier irgendwie... Oh, die Griswolds. Und wenn wir per Zufall hier ein Feuerwehrauto finden, das wäre doch ein geiles Fluchtfahrzeug. Dann werden wir das Fahrzeug natürlich wechseln. Dann klauen wir den Feuerwehrwagen. So, das ist eh wieder die Gegend, wo wir mal gewohnt haben mit Franklin. Hier wohnt die Tante. Aber wir wollen jetzt nicht die Tante besuchen, wir wollen jetzt hier dieses Fahrzeug in Sicherheit bringen. Dass das als Fluchtfahrzeug geeignet ist, das kann ich mir vorstellen. Das ist dann doch eher ein massives Teil. Da steht der gelbe Hammer, den ich in der vorletzten Folge vermisst habe. Der wurde gestohlen. Den haben sie da unten geklaut, wo wir gestanden haben. Ich muss mal schnell, ganz schnell gucken, wo wollen wir überhaupt hin, wenn wir ein vernünftiges Versteck für das Fahrzeug wollen. Ich weiß nicht, was sie damit meinen. Reicht da eine Unterführung, eine Garage? Was? Ich kann ja mal, wir sind eh, im Prinzip sind wir ja bei unserer Garage. Wir können mal gucken, was passiert, wenn wir das Fahrzeug da reinstellen. Eigentlich wäre idiotisch, man stellt das ein Fluchtfahrzeug nicht in die eigene Garage, aber ja, versteckt wäre es halt. Das ist eigentlich meine Grundidee. Und ich bin im
im Moment gerade ein bisschen zu faul, jetzt da wieder Richtung Berg zu fahren. Von daher wäre es doch recht angenehm, wenn die mal alle aus dem Weg gehen würden. Wo ist denn unsere Garage? Hier? Ich glaube, hier drin war es. Das müsste sie doch sein, hier. Drücke E. Mal gucken, was kommt. Also dann wird die Karre sicherlich gespeichert. Das ist jetzt aber nicht, was ich eigentlich wollte, dass sie gespeichert wird. Das ist eigentlich doch eine relativ große. Kann hier nicht platziert werden. Okay. Sollen wir, wisst ihr was, wir... Ach. Wir fahren da hoch. Ich habe gerade überlegt, einen anderen Charakter zu wählen. Nochmal. Aber jetzt bringen wir... Oh. Wie? Was? Wo? Ach so, rausfahren. Okay, gibt eine Sequenz fürs Rausfahren. Das ist ja schön. Wo kann man es denn sonst noch platzieren? Entschuldigung. Das Fluchtfahrzeug. Wenn ich einfach mal stehen bleibe, müsste die Meldung ja kommen. Geht oder geht nicht? Nehme ich mal an. Zum Beispiel hier. Das wäre doch schön. Dass man aber auch absolut keinen Anhaltspunkt hat, wo man das... Oh, ein roter Punkt. Wo man das machen soll. Denn der Raubüberfall oder was auch immer sie da planen, der findet ja auch nicht irgendwo statt. Und das Fluchtfahrzeug, das müsste ja dann doch irgendwie in der Gegend sein, nehme ich mal an. Also in der Umgebung von da. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Ein Raubüberfall. Jetzt schieße ich nicht gleich, sondern erst ein bisschen später. Der lebt noch. Jetzt haben wir es. Okay, das sind eigentlich wirklich die einfachen Missionen. Und für die 50 Kronen. Das sind die Robin Hood-Gene von Franklin. Okay, jetzt müssen wir aber unser Fahrzeug wieder finden. Wo war denn das gleich nochmal? Was ist das hier? Nein, das hat nicht mal mehr Räder. Mist, wo habe ich denn jetzt? Wo habe ich denn parkiert? War das hier durch? Ja, genau. Dann hier raus. Und dann hoffe ich, das steht noch da. Es steht noch. Schnapp. Kurz mal Escape drücken. Ich mache jetzt hier keine langen Manöver mehr mit Suchen. Sondern wir versuchen mal, ob wir es hier oben... Was war da denn noch? Moment, ich habe was gesehen. Ja, nee, du kannst mich mal... Das ist wieder Marianne oder wie sie heißt. Nachher, wenn ich da oben bin, ist die Mission wieder weg. Ja, ja, so weit kommt es noch. Das ist sowieso, wir sind falsch. Das müssten wir ja mit Trevor machen. Und Trevor, der ist im Moment beschäftigt mit irgendwas bestimmt sehr... Boah, was haben wir denn hier für einen Wendekreis? Mit etwas bestimmt sehr Wichtigem. Also wollen wir ihn ja auch nicht stören. Irgendwas haben wir jetzt gerade mitgenommen, was wir nicht mitnehmen sollten. Ja, ihr Taxis, ihr seid überbewertet. Aus dem Weg. Wir haben die dickere Karre. Na, was denn? Oh, ah, okay. Der ist schwer verletzt. Der kann nicht mehr aus dem Weg fahren. Stimmt das? Ja. Doch, jetzt stimmt's wieder. Und ein Mistwetter. Herrlich, ich liebe es, wenn es regnet in Los Santos. Es ist einfach grafisch eine Wucht. Anders kann man es nicht sagen. So, und jetzt müssen wir hier einmal quer durchs Städtchen durch. Das machen wir natürlich behende, wie wir sind. Ja, behende in Anführungs- und Schlusszeichen setzen, bitte. Das ist in der Regel nicht behende, sondern dann eher auch ein bisschen von Glück beseelt. Aber wie hat der Boden schon aussieht? Der wird einfach nicht punktzack ist er nass, sondern der nässt sich sozusagen. Gott, wie soll man das denn sagen, ohne dass das jetzt irgendwie allzu verwerflich klingt. Er wird halt Step by Step wird dann ein bisschen nasser. Das ist schon sehr, sehr geil gemacht. Ist noch weit? Ich klinge schon wie meine Tochter. So. Da vorne, ja, dann fährt dann einer wieder quer rein. Es ist echt Anarchie auf den Straßen. Es ist übel. So, an dir vorbei, hier rechts vorbei, hier rauf. Und dann sollte der Verkehr eigentlich ein bisschen nachlassen. Wir können ja auch ein bisschen vorher schon versuchen, ob wir die Karre abliefern können. Beziehungsweise irgendwo hinstellen. Wie sieht es denn zum Beispiel hier aus?
Wir testen das jetzt einfach mal. Dieser Ort ist für ein Flugfahrzeug. Na, Spiel. Guten Morgen. Muss ich weiter weg, oder? Da müsste doch jetzt langsam die Meldung kommen. Warum kommt sie denn nicht? Wegen dem Wetter? Geht die Meldung bei solchem Wetter nicht raus? Das ist doch idiotisch sowas. Warum? Oder wenn keine Meldung kommt, ist es nicht okay. Das kann natürlich auch sein. Wobei vorhin in der Garage kam auch, dass der Platz nicht geeignet ist. Dann könnten sie das eigentlich auch gerne nochmal hinschreiben. So, alle aus dem Weg. Wir gehen weiter suchen. Da oben ist das Weingut. Signet. Okay, jetzt wären wir eigentlich dann ziemlich da, wo wir hin wollten. Na, aber das kann doch auch nicht wirklich besser sein. Das war halt nur mal so eine Idee. Was war das Rotes? Ich dachte schon, jetzt kommt wieder... El Policia. Was ist das denn für eine Straße hier? Komme ich nicht rechts? Ist das eine Brücke oder was soll das sein? Geht's hier auf die Autobahn? Fragen über Fragen. Hier, Parkplatz. Nein! Stopp, stopp, stopp! Boah, falsche Taste erwischt. Dieser Ort eignet sich, das freut mich. Wähle Fluchtpunkt markieren, wenn du Franklin oder Lester anrufst. Wir wählen mal. Diesen hier, Kontakte. Cool, wie es klingt, wenn es regnet. Hat was Beruhigendes. Also, wir rufen mal Lester an. Müsste ich da jetzt nicht Fluchtpunkt, bla bla bla? Das Fluchtfahrzeug kann hier nicht platziert werden. I don't listen to my messages, but I probably listen to yours. Do with that as you will. What the heck? Hallo? Da stand doch gerade noch... Sag mal, kann ich nicht lesen, oder? Da stand doch gerade noch, ich soll, und dann kann ich. Warum soll das hier nicht platziert werden können? Das ist ja doch... Also, ich habe noch nie einen besseren Fluchtpunkt gesehen. Kann hier nicht platziert werden. Der Ort ist... Was ist er? Zu steil. Aha. So, ist hier weniger steil? Tja, Leute, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen kurzen Tag Pause und dann gucken wir morgen, ob wir die Karre irgendwo hinstellen können und das hier unseren Fluchthelfern-Kollegen gefällt oder nicht. Wir werden es rausfinden. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.